Hallo zusammen. Wir haben bisher immer über die Möglichkeit eines persönlichen Weiterlebens nach dem Tod gesprochen. Das heißt, wir sind immer von der Prämisse ausgegangen, dass die Person, die vor dem Tod existiert, auch nach dem Tod noch existieren soll. Nur dann, so haben wir gesagt, können wir davon sprechen, dass es mein Leben nach dem Tod ist, das da stattfindet. Wir haben allerdings auch im Verlauf der letzten Sitzungen gesehen, dass diese Anforderung der personalen Identität uns immer wieder vor massive Probleme stellt. Ist das vielleicht der Fehler? Liegt das Problem vielleicht darin, dass wir unwillig sind, das eigene Ich loszulassen, wenn es um die Frage der Unsterblichkeit geht? Simone Weil, eine französische Existenzialistin, drückt dieses Problem, das daraus entsteht, dass wir uns an dem eigenen Selbst so sehr festklammern, ganz gut so aus. Sie schreibt: Die wichtigste Forderung, die wir glauben, an das Universum zu haben, lautet, dass unsere Persönlichkeit fortbestehen soll. Diese Forderung enthält alle anderen. Der Selbsterhaltungsinstinkt lässt uns dieses Fortbestehen als Notwendigkeit empfinden. Und wir glauben, eine Notwendigkeit sei ein Recht. Wir sind wie der Bettler, der zu Talleyrand sagte: Herr, ich muss leben. Und dem Talleyrand antwortete: Ich sehe dafür keine Notwendigkeit. Sollten wir uns vielleicht von diesem egozentrischen Fixieren auf das eigene Ich freimachen? Sollten wir versuchen, uns von der Vorstellung freizumachen, ein Leben nach dem Tod müsse auch bedeuten, dass meine Identität bewahrt wird? Kann man diese Bedingung überhaupt aufgeben? Also könnte es überhaupt so etwas wie ein Leben nach dem Tod ohne eine personale Identität geben? Das heißt also eine fortdauernde Existenz nach dem Tod, ohne dass aber ich als individuelle Person weiter bestehe. Nun, heute wollen wir uns drei Beispiele anschauen für genau solche Theorien, nämlich das Advaita Vedanta, den Daoismus und eine etwas modernere Variante von William James. Schauen wir uns die erste Position an, im Advaita Vedanta, oder etwas präziser gesagt, Shankaras These: Atman ist Brahman. Nun, dieser Shankara ist ein indischer Philosoph, der wichtigste Vertreter der Denkrichtung des Advaita Vedanta, und er lebte so ungefähr im 8. 9. Jahrhundert nach Christus. Die Datierung ist etwas umstritten. Er ist nicht der Begründer, aber der wichtigste Denker des Advaita Vedanta, also einer bestimmten Strömung der indischen Philosophie, die für ihre Lehre des Non-Dualismus bekannt ist. Non-Dualismus heißt hier, der Advaita Vedanta nimmt an, dass die alltägliche Realität eine Illusion ist, eine Illusion, die durch unsere Unwissenheit entsteht. Die einzig wahre Realität ist die Realität des Brahman, und das Selbst, das Atman, ist mit diesem Brahman identisch. Nun, was bedeutet das und wo steckt da jetzt der Non-Dualismus drin? Dazu müssen wir vielleicht erstmal ganz, ganz kurz diese beiden Begriffe Atman und Brahman klären. Das können wir hier nur in aller Kürze anreißen. Wenn Sie sich mehr dafür interessieren, müssen Sie sich in die indische Philosophie ein bisschen vertiefen. Nun, Atman und Brahman, diese beiden Begriffe stammen aus der Philosophie der Upanishaden. Die Upanishaden, das wissen Sie vielleicht, sind philosophische Schriften des Veda, also heilige Texte des Hinduismus, die so zwischen 700 und 200 vor Christus ungefähr entstanden sind. Und diese Upanishaden enthalten ganz zentrale Gedanken der indischen Philosophie. Zunächst einmal der Begriff Brahman. Brahman, das ist nach diesem Verständnis die ultimative, die transzendente Realität, also das unbedingte Fundament von allem, was existiert. Das Brahman ist dann auch das Absolute. Es ist nicht kontingent, nicht bedingt durch irgendetwas anderes. Es hängt von nichts anderem ab in seiner Existenz, sondern es ist das, was einzig und allein aus sich selbst heraus existiert. Es liegt jetzt an dieser Stelle vielleicht nahe, das Brahman in Beziehung zu setzen mit dem theistischen Gottesbegriff und zu denken, Brahman wäre so etwas wie Gott. In manchen Strömungen des indischen Denkens passiert das auch, und manche westliche Interpreten verstehen auch dieses Brahman als einen Gottesbegriff. Aber im Gegensatz zum theistischen Gott wird der Begriff Brahman normalerweise nicht als ein personales Wesen verstanden. Nun, gegenüber diesem Brahman, dem Absoluten, dem unbedingten Urgrund der Wirklichkeit, steht das Atman. Atman, das ist das Vitalprinzip, also dasjenige, was dem Individuum Leben verleiht. Und in diesem Sinne ist die Bedeutung von Atman ganz ähnlich wie im westlichen Bereich des Konzepts der Seele.
Das erkennt man auch ganz gut an der Etymologie. Atman bedeutet ursprünglich Lebenshauch oder Atem. Also Sie erkennen in diesem Wort Atman und dem deutschen Wort Atem, auch ohne nähere Schulung, dass das aus der gleichen indogermanischen Wurzel stammt. Also dass hier ursprünglich eine gleiche Bedeutung vorliegt. Mit dieser Bedeutung Atem, Lebenshauch, sieht man die Ähnlichkeit zu anderen Seelenbegriffen, wie wir sie beispielsweise aus dem Griechischen oder Lateinischen kennen. Im Griechischen haben wir die Psyche, die Seele, was ebenfalls vom Verb für Hauchen oder Atmen, Psychrein, abgeleitet ist. Und dann natürlich die Anima im Lateinischen, ebenfalls die Seele, die auch von dem Wort für Atem abgeleitet ist. Also Atman, das Vitalprinzip, die Seele. Aber dieses Atman liegt nun tiefer als die individuelle Person. Es ist nicht identisch mit dem alltäglichen Ich oder mit dem Selbst, das wir so normalerweise für unser Ich halten, sondern es ist der dem zugrunde liegende Kern. Die individuelle Seele, die dann auch im indischen Verständnis der Träger der Wiedergeburt ist und von Körper zu Körper wandert, die ist nicht das Atman, sondern wird Jiva genannt. Und hinter dieser individuellen Seele, unterhalb der personalen, individuellen Seelenebene, da liegt das Atman. Shankara greift nun diese Trennung von Atman und Brahman auf, aber erklärt nun im Gegensatz zu großen Teilen der anderen indischen Tradition, dass beide nicht voneinander verschieden sind. Atman und Brahman, so sagt Shankara, sind identisch. Die Realität ist einfach nur Brahman und sonst nichts. Also es ist nicht so, dass dieses Brahman die Quelle von allem wäre, was existiert, was aber dann letzten Endes doch verschieden ist von dem Brahman. So haben es diverse andere indische Denker gedacht. Sondern die Gesamtheit der Realität ist eigentlich ihrem Wesen nach nur ein einziges, ist nur das Brahman. Die Realität ist eins. Die Vielfalt der Dinge, die wir so im Alltag erleben, das ist eine Illusion. In Wirklichkeit gibt es nicht viele verschiedene Dinge. In Wirklichkeit gibt es nur die Realität des Brahman. Und auch wir selbst, auch wir als individuelle Personen, sind nicht vom Brahman verschieden. Das alltägliche Selbst, die individuelle Persönlichkeit, mit der wir uns tagtäglich identifizieren, das ist eine Illusion, genau wie alles andere auch. Darunter liegt das Atman, das überpersönliche, nicht individuelle Subjekt. Und dieses Atman ist nun eine reine Subjektivität, ein reines Bewusstsein. Dieser Bewusstseinszustand des Atman, die reine Bewusstheit, ist vergleichbar mit dem traumlosen Schlaf. Also ein Bewusstseinszustand, in dem es kein Objekt mehr gibt, dessen sich das Bewusstsein bewusst wäre. Die Erlösung, also Moksha im Sanskrit, besteht nun darin für Shankara, diese Identität von Atman und Brahman zu erkennen. Also einzusehen, dass die Realität mit ihrer Vielfalt von Dingen und auch unsere eigene Realität in Wirklichkeit illusorisch ist. Diese Illusion besteht eben darin, dass wir denken, wir seien mit unserem Körper oder vielleicht mit unserer individuellen Seele identisch. Und wird diese Illusion überwunden, dann bleibt nur die unmittelbare Einsicht in die Identität von Atman und Brahman übrig. Die Erlösung kann dann auch in diesem Leben erlangt werden. Also sie kann noch vor dem Tod erlangt werden durch diese Einsicht in die Identität von Atman und Brahman. Aber nach dem physischen Tod wird es dann keine Wiedergeburt mehr geben. Man ist erlöst aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten. Das Atman existiert weiter im Brahman, wie es immer schon existiert hat. Die Illusion der Individualität geht natürlich verloren. Es gibt also kein persönliches Weiterleben, sondern nur ein überindividuelles Aufgehobensein im Brahman. Shankara beruft sich hierbei auf die entsprechenden Passagen der Upanishaden, die auch diese Vorstellung schon kannten. Also diese Vorstellung vom Aufgehen des Atman, der Einzelseele, wenn Sie so wollen, im Brahman, der Weltseele, wenn Sie so wollen. Zum Beispiel in der Mundaka Upanishade heißt es dazu, wie Ströme rinnen und im Ozean aufgebend Name und Gestalt verschwinden, so geht erlöst von Name und Gestalt der Weise ein zum göttlich höchsten Geiste, also zum Brahman. An die Stelle eines persönlichen Weiterlebens, wie es in der Wiedergeburt in vielen indischen Vorstellungen auch bekannt ist, tritt die ewige Existenz des Atman. Dieser ewig existierende Atman ist ein ungetrennter Teil des ewigen, des absoluten Brahman. Er war es schon immer, er realisiert es jetzt nur und existiert in dieser ewigen Form auch ewig weiter. Nicht als Individuum, aber als Teil des universalen, absoluten Brahman.
Schauen wir uns jetzt die zweite Variante an. Die zweite Variante finden wir im klassischen chinesischen Denken, nämlich exemplarisch bei Zhuangzi vorgeführt. Zhuangzi, das ist ein antiker chinesischer Philosoph, ein Vertreter der Strömung des Daoismus und er lebte so ungefähr im 4. Jahrhundert vor Christus. Wenn Sie mehr über Zhuangzi und seine Philosophie erfahren möchten, habe ich eine eigene Videoreihe gemacht zur klassischen chinesischen Philosophie. Da finden Sie hier auch ein ganz nettes Video über Zhuangzi und seine Philosophie. Nun, eine ganz kurze Skizze des Daoismus an dieser Stelle ist nicht zu umgehen. Deswegen ein paar einführende Worte zu den Grundlagen des daoistischen Denkens. Der Grundgedanke des Daoismus, das ist die Vorstellung eines dynamischen Kosmos. Das Universum befindet sich permanent im Wandel und die Dinge des Universums sind fortlaufende Prozesse. Das Universum ist ganz einfach die Gesamtheit dieser sich permanent weiter verändernden Prozesse. Die Natur des Daseins ist, so könnte man es kurz zusammengefasst sagen, sich immer zu wandeln und zu verändern. In seiner Veränderung wird das Universum angetrieben von den beiden polaren Grundkräften Yin und Yang, von denen Sie wahrscheinlich schon gehört haben. Es schwankt also immer zwischen diesen beiden Extremen des Yin und des Yang hin und her. Das Einzige, was sich nicht wandelt und immer fix ist in diesem Universum, das ist das Dao, was wörtlich übersetzt der Weg bedeutet. Das Dao selbst ist nicht wandelbar. Es ist das im gesamten Kosmos, was beständig ist und sich niemals verändert. Nun, wie kann das sein? Das kann sein, weil das Dao selbst das Prinzip des Wandels ist. Also es ist das Gesetz, nach dem sich dieser Wandel vollzieht. Oder vielleicht anders gesagt, der Weg, den der Kosmos geht in seinem Wandel. Deswegen macht es auch Sinn, dieses Wort Dao, wörtlich Weg, zu verwenden. Das Dao ist ein Naturgesetz. Das Dao ist das Naturgesetz, das den Wandel der Realität strukturiert und diesem Wandel die Richtung vorgibt. Es ist allerdings nicht personal. Es ist keine Gottheit oder so etwas. Es ist einfach nur ein Naturgesetz ohne Interessen, ohne Ziele. Es steuert diesen Wandel nicht irgendwohin. Es ist einfach nur, wie die Welt sich wandelt. Deswegen kann das Dao auch mit der Natur identifiziert werden. Das Dao ist die Natur. Das heißt, das Dao ist das, was von selbst so ist, wie es ist, ohne aktives Handeln oder Eingreifen oder Zutun des Menschen. Das beste Leben für die Daoisten besteht nun darin, sich dem Dao und dem Wandel des Universums anzupassen. Sich also nicht dagegen zu stellen, sich nicht gegen den Strom zu stellen der permanenten Veränderung, sondern in Einheit mit der Natur und mit dem ursprünglichen Dao zu leben. Daoismus zielt dann eben auch darauf ab, durch eine mystische und intuitive Erkenntnis zur Einsicht in dieses Dao zu gelangen und sich so daran anzupassen, so zurück zur Einheit mit dem Dao zu gelangen. Und vor diesem Hintergrund des Daoismus müssen wir nun auch Zhuangzis Philosophie des Todes verstehen. Für Zhuangzi gibt es keinen Grund, den Tod zu fürchten. Er führt uns nämlich einfach wieder zurück in die Einheit mit dem Dao. Eine Passage im Buch Zhuangzi illustriert das ganz nett. Und zwar läuft das Ganze folgendermaßen. Zhuangzi findet bei einem Spaziergang am Wegesrand einen Totenschädel, beschließt, sich schlafen zu legen und benutzt diesen Totenschädel als Kopfkissen. Im Traum erscheint ihm dann der Totenschädel und Zhuangzi befragt ihn über den Tod. Er stellt ihm die Frage: Wenn ich die Macht dazu hätte, dich wieder ins Leben zurückzurufen, würdest du das wollen? Der Schädel verneint und antwortet ihm: Wenn du tot bist, sagte der Totenschädel, dann gibt es keinen Herrscher über dir und keine Untertanen unter dir. Es gibt auch nicht die den vier Jahreszeiten entsprechenden Besorgungen. Stattdessen vergeht die Zeit gemächlich wie für Himmel und Erde. Nicht einmal die Freuden eines nach Süden gewandten Königs wären größer als die der Toten. Der Tote ist wieder Teil der Natur geworden, Teil des Dao geworden, genauso wie Himmel und Erde es sind und ist frei von allem, was es in der Menschenwelt so gibt und was ihn in der Menschenwelt vom Dao trennen und belasten könnte. Deswegen sollten wir auch keine Angst vor dem Tod haben für Zhuangzi und wir sollten auch nicht um Tote trauern, denn nichts geht im Tod wirklich verloren. Eine andere Geschichte im Zhuangzi macht das schön deutlich, und zwar wird hier berichtet, wie Zhuangzis Frau gestorben ist. Kurz nach ihrem Tod besucht ein alter Freund den Meister Zhuangzi, um ihm sein Beileid auszudrücken. Und er stellt ganz verwundert fest, dass Zhuangzi ungerührt in seinem Haus sitzt, Musik macht und singt. Der Freund ist natürlich irritiert. Warum ist Zhuangzi so respektlos gegenüber seiner Frau? Trauert er gar nicht um sie? Zhuangzi reagiert darauf und sagt: Nein, so ist es nicht.
Im ersten Moment, als sie gestorben war und mich allein zurückließ, da konnte ich nicht anders als die anderen damit umgehen und war voller Trauer. Doch dann blickte ich zurück auf ihren Ursprung, auf ihren Zustand, bevor sie geboren war, nicht nur auf die Zeit vor ihrer Geburt, sondern als ihr Körper noch gar keine Form hatte. Nicht nur auf die Zeit, als sie noch keine Form hatte, sondern als sie noch gar keine Lebenskraft hatte. Wie eine Pflanze aus der Mitte des Samens hervorsprießt, geschah eine Wandlung und es entstand Lebenskraft. Die Lebenskraft wandelte sich und es entstand Form. Die Form wandelte sich und es entstand Leben. Jetzt geschah wiederum eine Wandlung und sie starb. Das alles lässt sich betrachten wie die Abfolge von Frühling und Herbst, Sommer und Winter im Lauf der vier Jahreszeiten. Nun ruht sie in der großen Halle. Würde ich ihr schreiend und heulend folgen, so hieße das, ich hätte den Lauf des Lebens nicht verstanden. Daher habe ich aufgehört zu wehklagen. Zhuangzi erweitert also in diesem Gedankengang seinen Blick über das individuelle Leben hinaus. Er betrachtet die Phase vor der Entstehung des Individuums und er versteht dann, dass die individuelle Person nichts anderes ist als ein Stadium in einem kontinuierlichen Prozess der Wandlung. Der Körper entsteht aus den vorhandenen Naturkräften, die bereits vorher da sind. Der Körper wächst, er lebt und irgendwann stirbt er. Das alles sind aber nur Phasen, Phasen in einem kontinuierlichen, unendlich fortlaufenden Prozess. In dieser Hinsicht ist das menschliche Leben gar nicht verschieden, ist gar nicht anders als der Rest der gesamten anderen Natur. Vergleichbar ist das Ganze, sagt Zhuangzi, mit den Jahreszeiten. Auch in den Jahreszeiten ist die gesamte Natur einem permanenten Wandel unterworfen. Aber dieser Wandel verändert und bewegt natürlich nur das, was sowieso ohnehin schon da ist. Der Wandel der Jahreszeiten erzeugt in der Natur nichts Neues. Er vernichtet auch eigentlich nichts, sondern er modifiziert einfach nur das, was immer schon existiert. Die Blätter, die im Herbst von den Bäumen runterfallen, werden zu Boden, werden von anderen Pflanzen wieder aufgenommen, werden zu neuen Blättern. Es ist also einfach nur ein Kreislauf des Recyclings, ein permanentes Wiederverwerten dessen, was immer schon da ist. Nichts entsteht und nichts vergeht wirklich in diesem Kreislauf. Trauer wäre also unsinnig. Die Tote ist nicht vernichtet worden, sagt Zhuangzi, sondern sie ist verwandelt worden. Alle Natur ist das Dao und nichts kann wirklich aus der Einheit mit diesem Dao herausfallen. Es kann nur innerhalb der Einheit mit dem Dao verwandelt werden. Ganz ähnlich kommt das in einer anderen Passage des Zhuangzi zum Ausdruck. Da unternehmen zwei Männer gemeinsam eine Reise und einer von beiden wird plötzlich krank und erkennt, dass er sterben wird. Da heißt es dann, Zhili Shu fragte, Meister, bist du betrübt deswegen? Huazia Shu antwortete, nein, wie könnte ich betrübt sein? Das Leben ist eine Leihgabe. Wenn es uns geliehen wird und wir das Leben leben, dann ist es nicht mehr als ein Staubkorn. Tod und Leben sind wie Tag und Nacht. Du und ich, wir haben zusammen einen Wandlungsprozess beobachtet und nun hat die Wandlung mich erreicht. Warum sollte ich davon betrübt sein? Wir haben also keinen Grund, den Tod als etwas Außerordentliches zu sehen, als eine Unterbrechung eines Prozesses vielleicht. Es ist einfach nur eine weitere Phase im ewigen Prozess des Wandelns der Natur. Insofern sind wir gar nicht so wirklich davon betroffen, denn der Prozess läuft natürlich weiter, so wie er auch vor unserer Geburt bereits gelaufen ist. Es gibt also für Zhuangzi kein Fortbestehen nach dem Tod, jedenfalls nicht als individuelle Person. Das Individuum, das ist nur eine momentane Erscheinung im permanenten Wandel des Dao und es geht wie alles, was existiert, irgendwann unter. Aber das Dao, also der kontinuierliche Prozess des Wandels, der reißt niemals ab. Insofern wir Teil dieses Prozesses sind, der vor uns bestanden hat und der uns überdauern wird, bleibt das, was wir sind, immer im Dasein. Ein persönliches Überleben des Todes, das gibt es allerdings nicht. Die Person ist einfach nur eine flüchtige Erscheinung im ewigen Wandel der Dinge. Dieser Wandel heißt nicht Reinkarnation oder so etwas. Man könnte das natürlich vermuten, aber es ist für Zhuangzi nicht so. Dazu noch ein interessantes anderes Textbeispiel. Hier geht es um einen gewissen Meister Yu. Dieser Meister Yu ist schwer krank und liegt im Sterben. Und er wird von seinem Freund gefragt, ob er seinen gegenwärtigen Zustand verachtet. Meister Yu antwortet, wenn ich etwas verliere, warum sollte ich es verachten? Angenommen, es ginge weiter damit und es würde sich mein linker Arm in einen Hahn verwandeln, dann würde ich damit die Nachtzeit ausrufen. Angenommen, es ginge weiter damit und es würde sich mein rechter Arm in eine Steinschleuder verwandeln.
Ich würde eine Eule zum Braten schießen. Angenommen, es ginge weiter damit und es würde sich mein Steiß in eine Kutsche und mein Geist in ein Pferd verwandeln. Ich würde damit fahren. Wozu sollte ich ein anderes Gefährt besteigen? Also man könnte vielleicht meinen, dass sich hier so eine Art Reinkarnationsgedanke andeutet, aber Zhuangzi meint nur, dass das, was wir jetzt sind, in dem Prozess des ewigen Wandels sich zu einem anderen Ding entwickeln wird. Von mir als Person bleibt nichts übrig. Fortexistenz nach dem Tod, das ist einfach die Fortexistenz eines kontinuierlichen Prozesses, der eingebettet ist in den Kosmos des Tao und von dem auch ich einmal ein Stadium gewesen bin. Auf eine andere Art und Weise können wir nicht weiter existieren. Die dritte Variante der non-personalen Theorie der Unsterblichkeit, die wir uns anschauen wollen, die stammt von William James. William James kennen Sie vielleicht, das ist einer der wichtigsten Denker des amerikanischen Pragmatismus, also einer wichtigen Strömung, die die amerikanische Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts geprägt hat, und er ist zugleich einer der Mitbegründer der modernen Psychologie. Nun, William James diskutiert in seinem Vortrag Human Immortality die Möglichkeit einer Unsterblichkeit angesichts moderner Vorstellungen von der Natur des Bewusstseins, und zwar insbesondere angesichts der These, dass die Existenz des Bewusstseins von der Existenz des Gehirns abhängig ist. Das ist bereits zu James' Zeiten, also in diesem Fall hier so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, eine allgemein akzeptierte These gewesen. Und damals wie heute sieht man in dieser Abhängigkeit des Bewusstseins vom Gehirn das wesentliche Hindernis für die Idee einer Unsterblichkeit. James fragt nun, muss diese These, dass das Bewusstsein immer vom Gehirn abhängt, mit Notwendigkeit die Idee einer Unsterblichkeit ausschließen? Und er sagt, nein, das ist nicht der Fall. Es hängt nämlich davon ab, wie man die Funktion des Gehirns in Bezug auf das Bewusstsein versteht. Die übliche Interpretation, die zu James Zeiten wie auch heute normalerweise gegeben wird, ist eine produktive Funktion. Das bedeutet, das Bewusstsein ist die Funktion des Gehirns, insofern das Gehirn das Bewusstsein produziert. Bewusstsein ist also etwas, das vom individuellen Gehirn erzeugt wird. Und dann kann es natürlich keine Unsterblichkeit geben. Wenn das Gehirn stirbt, dann stirbt auch das Bewusstsein. Also wenn dasjenige, was das Bewusstsein produziert, vernichtet wird, dann ja, hört natürlich auch die Existenz des Bewusstseins auf. Aber, sagt James nun, neben dieser Interpretation als produktive Funktion, das Bewusstsein als Produkt des Gehirns, gibt es noch eine Alternative, wie man die These aufrechterhalten kann, dass das Bewusstsein abhängig vom Gehirn ist, aber trotzdem nicht vom Gehirn produziert wird. Er sagt, es gibt auch permissive oder transmissive Funktionen. James' Beispiel, um das zu erläutern, ist eine Linse. Eine Linse, die Licht durchlassen oder ablenken kann. Er schreibt dazu, im Falle eines farbigen Glases, eines Prismas oder einer Linse begegnen wir der transmissiven oder Übertragungsfunktion. Das Licht wird ganz unabhängig von seiner Quelle vom Glas gefiltert und in seiner Farbe beschränkt, beziehungsweise durch die Linse oder ein Prisma gebrochen. Linsen erzeugen ja nicht das Licht, das sie brechen, sondern sie lassen es nur passieren und wirken dabei in irgendeiner Weise auf das Licht ein. Nach dieser Analogie, sagt James, können wir jetzt auch das Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein verstehen. Das Gehirn produziert dann nämlich nicht das Bewusstsein, sondern das Gehirn ist so eine Art Einfallstor für das Bewusstsein oder dasjenige, wodurch das Bewusstsein sich manifestiert. Es existiert dann jenseits des Gehirns und jenseits des individuellen Bewusstseins ein universales, ein transpersonales Bewusstsein, das sich nur in der Brechung durch das individuelle Gehirn als ein personales Bewusstsein realisiert. James sagt, so wie das weiße Licht mit all den Arten von Verfärbungen und Verzerrungen durch die Kuppel tritt, die ihm durch das Glas widerfahren, oder wie die Luft jetzt durch meine Glottis strömt und dabei in der Kraft und Qualität ihrer Schwingungen durch die Besonderheiten derjenigen Stimmbänder determiniert wird, die ihre Austrittsöffnung bilden und die Form und Gestalt meiner persönlichen Stimme festlegen. So bricht auch das Leben der Seele, wie sie in der ganzen Fülle ihrer Möglichkeiten existiert, durch unsere verschiedenen Gehirne in allen möglichen besonderen Formen in diese Welt ein, behaftet mit allen Unvollkommenheiten und Schrägheiten, die unsere endlichen Persönlichkeiten hier unten charakterisieren.
Nach dieser transmissiven Theorie des Bewusstseins bedeutet also der Tod des Gehirns nicht zugleich das Ende des Bewusstseins. Das Gehirn wäre nach dieser Theorie vergleichbar mit einem Radio. Das Radio empfängt elektromagnetische Wellen und setzt diese elektromagnetischen Wellen in Musik um oder in Sprache oder sonst irgendetwas. Aber natürlich erzeugt das Radio nicht die Musik. Die ist in den Funkwellen enthalten. Und die Musik existiert in dieser Form immer noch, auch wenn das Radio zerstört oder abgeschaltet wird. Wollen Sie die Musik wieder hören? Schalten Sie das Radio einfach wieder ein. Das Gehirn ist dann also nicht der Produzent des Bewusstseins, sondern nur dessen Empfänger. Und je nach Einstellung des Empfängers variiert dann natürlich unser Bewusstseinszustand. James sagt, je nach dem Zustand, in dem sich das Gehirn befindet, wird vermutlich auch der Grad seiner Durchlässigkeit steigen oder fallen. Wenn die Hirnaktivität sehr hoch ist, steigt entsprechend auch die Durchlässigkeit, sodass eine Flut geistiger Energie durch das Organ strömt. Zu anderen Zeiten gehen nur gelegentlich Wellen von Gedanken durch es hindurch, wie etwa im tiefen Schlaf. Und wenn schließlich das Gehirn seine Aktivität ganz einstellt oder stirbt, verschwindet jener besondere Bewusstseinsstrom mit dem ihm unterstellten Willen vollständig aus dieser natürlichen Welt. Aber diejenige Seinssphäre, aus der das Bewusstsein letztlich stammt, bliebe immer noch intakt. Und in dieser realeren Welt, mit der das Bewusstsein selbst hier unten ein Kontinuum bildet, könnte das Bewusstsein in einer Weise, die wir nicht kennen, fortbestehen. Dann muss also der Tod nicht das Ende des Bewusstseins sein. Der Tod des Gehirns ist nicht identisch mit dem Tod des Bewusstseins. Das individuelle Bewusstsein allerdings, das ist nur eine Manifestation des universalen, transpersonalen Bewusstseins. Wir existieren nicht als individuelle Person weiter. Das sind wir ja nur insofern, dass das Gehirn dieses universale Bewusstsein in ein individuelles Bewusstsein herunterbricht. Aber das Bewusstsein selbst, das jenseits der Individualität existiert, das besteht weiter und das ist unsterblich. Sind das nun überzeugende Theorien? Sind diese Theorien von Shankara, von Zhuangzi und von William James, die wir kennengelernt haben, überzeugend? Sollten wir an eine solche Form der Unsterblichkeit ohne personale Identität glauben? Nun, ein Problem, das alle diese Theorien teilen, ist, wie lässt sich eigentlich ein non-personales Weiterleben nach dem Tod von überhaupt keinem Weiterleben nach dem Tod unterscheiden? Auch ein vollkommen naturalistisches Weltbild könnte ja akzeptieren, dass wir nach dem Tod in einer gewissen non-personalen Weise fortexistieren, nämlich als tote Materie, als Leichnam. Die Materie, die meinen Körper ausmacht, die hört ja nicht auf zu existieren, nur weil ich sterbe. Die existiert weiter in Form eines Leichnams, der dann beerdigt wird, der von Mikroorganismen, Insekten und irgendwelchen anderen Viechern langsam zersetzt wird und dessen Materie dann im Laufe der Zeit irgendwann in andere Organismen eingebaut wird. Man nennt das simpel dann Verwesung. Also die Materie existiert ja weiter und zwar in einer selbstverständlich non-personalen Art und Weise. Also wo ist denn eigentlich bei diesem naturalistischen Bild, nachdem es kein Überleben des Todes gibt, der Unterschied zu so einem Szenario wie das, was Zhuangzi schildert? Nun, bei Zhuangzi würde ich sagen, da ist tatsächlich eine rein materialistische Interpretation denkbar. Wir sind auf ewig Bestandteil des kontinuierlich sich wandelnden Kosmos, aber eben nicht als Person, sondern einfach nur als Existierendes, als Materie oder als Stoff, der in diesem sich ewig wandelnden Kosmos auf ewig hin und her bewegt wird. Man könnte das durchaus verstehen als eine Akzeptanz der absoluten Endlichkeit des Daseins bei Zhuangzi. Ein bisschen anders ist es jetzt bei William James und bei Shankara. Beide sprechen ja davon, dass das Bewusstsein weiter existiert. Aber dieses Bewusstsein ist ein anderes Bewusstsein als das personale Bewusstsein. Für Shankara ist es die reine Subjektivität ohne Objekt, also das reine Bewusstsein. Für James ist es ein transpersonales und überindividuelles Bewusstsein. Aber auch hier sind zwei Kritikpunkte denkbar, auf die beiden keine Antwort haben. Ist das nicht nur, könnte man fragen, eine idealistische Variante des ersten Problems, das wir gerade angesprochen haben? Also wenn irgendein Bewusstsein weiter existiert, das einmal ich war, ist das nicht prinzipiell genauso, wie wenn irgendwelche Materie weiter existiert, die irgendwann einmal ich war?
Also könnte man beide Theorien nicht auch einfach so deuten, dass es eben keine Unsterblichkeit gibt? Denken Sie nochmal an Shankara und seine Analogie zum traumlosen Schlaf, um dieses Bewusstsein, dieses non-duale Bewusstsein ohne Objekt zu illustrieren. Also vergleichen nicht gerade diejenigen, die sagen, dass es keine Unsterblichkeit gibt, den Tod mit einem ewigen traumlosen Schlaf. Warum sollte das dann überhaupt noch eine Idee vom Leben nach dem Tod sein? Zweites Problem, selbst wenn das Bewusstsein weiter existiert, wenn es nicht mein Bewusstsein ist, warum sollte ich dann ein Interesse daran haben? Also setzen wir mal voraus, dass diese Idee von einem nicht subjektiven oder transpersonalen Bewusstsein überhaupt verständlich ist und dass das überhaupt eine Idee ist, der wir einen Sinn abgewinnen können. Warum sollten wir dann ein Interesse haben an einer solchen Existenz als überindividuelles, nicht personales Bewusstsein? Das ist ja eigentlich auch etwas, was wir ganz alltäglich kennen und was wir auch in einem naturalistischen Weltbild einfach akzeptieren können. Das Bewusstsein anderer Menschen beispielsweise besteht ja auch nach meinem Tod weiter. Also auch wenn mein Bewusstsein mit meinem Tod endet, das Bewusstsein meiner Kinder oder meiner Freunde wird trotzdem weiter existieren. Also das Ende meines Bewusstseins ist nicht das Ende von Bewusstsein überhaupt. Nun, das ist jetzt allerdings schön für meine Kinder, schön für meine Freunde, aber warum ist das für mich relevant, dass dieses Bewusstsein überhaupt in irgendjemand anderem weiter existiert? Nur weil jemand oder etwas, und sei es ein Bewusstsein, weiter existiert, heißt das doch nicht, dass ich unsterblich bin. Und warum sollte mich das dann ganz egoistisch gesagt kümmern? Es scheint also so, als wären diese non-personalen Theorien der Unsterblichkeit in Wahrheit nur komplizierte Formulierungen der simpleren These, dass es keine Unsterblichkeit gibt. Und dann ist die non-personale Existenz vermutlich nur ein sehr schwacher Trost.